Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir 360 Grad Sport and Health. Ja, in diesem Video geht es noch einmal um die Nachbesprechung des Alpenbrevets von Johann. Und zwar wollen wir uns heute noch die Verpflegungsstrategie einmal etwas genauer anschauen. Ja, wir haben, wenn man das ganz grob rechnen möchte, die Zeit am Anstieg sind etwa 10 Stunden. Johann kann etwa 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, ergibt 1200 Gramm. Die Zeit in der Abfahrt beträgt etwa 3,5 Stunden mal eben 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, ergibt 210 Gramm. Das heißt, die Gesamtaufnahmemenge von Johann ist ungefähr 1410 Gramm Kohlenhydrate. Nun gibt es natürlich, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat, da gibt es verschiedene. Beispielsweise Fructose, Glucose und ja, wie muss man das jetzt mischen, damit man das eben möglichst gut aufnehmen kann? Und da gibt es ein spannendes Review von Rowlands et al., die das untersucht haben, in welchem Ratio muss sich eben die Glucose zur Fructose mischen, damit eben der Körper das am besten aufnehmen kann. Zu diesem Thema werde ich noch separat ein ausführliches Video machen, aber einfach kurz, damit ihr da das verstehen könnt. Also, da haben sie herausgefunden, dass eine Ratio von 0,7 bis 1 zu 1, also beispielsweise 1 Gramm Fructose zu 1 Gramm Glucose, dass das am besten aufgenommen werden kann vom Körper bei eben Mengen von 1,3 bis 2,4 Gramm pro Minute. Ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder man nimmt Maltodextrin und mischt das mit Fructose im Verhältnis 1 zu 1. Oder so wie es Johann schon seit längerer Zeit macht, er nimmt einfach ganz normalen Haushaltszucker, der ist schon Fructose, Glucose im Verhältnis 1 zu 1. Natürlich ist auch wichtig, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, also Kohlenhydrate sind das eine, aber eben auch wichtig, genügend Flüssigkeit in Form von Wasser zu sich zu nehmen, und deshalb habe ich mal diese Tabelle hier erstellt. Und man sieht hier, in Andermatt ist Johann an den Start gegangen mit 950 Milliliter Wasser in einer Wasserflasche, in einer separaten Wasserflasche, und eben mit 300 Milliliter Wasser in der Flasche, in der eben noch 480 Gramm Zucker enthalten sind. Und wenn man 480 Gramm Zucker in eine Flasche tut, dann kann man natürlich nicht mehr die volle Menge Wasser hinzufügen. Immer auch darauf schauen, dass man das überlegt. Also sind noch etwa 300 Milliliter Wasser dann da, die man da noch reintun kann. Zwei Snickers hat er noch dabei, das heißt, er ist gestartet mit 1250 Milliliter Wasser insgesamt und 540 Gramm Kohlenhydraten insgesamt. Und das Ziel war es, dass er diese eben bis nach Ulrichen, bis zur zweiten Verpflegungsstation, verbraucht hat. In Innertkirchen hat er noch eine kurze Pause gemacht, hat die Wasserflasche wieder gefüllt und hat eben die 300 Milliliter, die er bis dann aus der Zuckerflasche getrunken hat oder getrunken haben sollte, wieder aufgefüllt und zusätzlich gerade an der Verpflegungsstation noch 400 Milliliter elektrolytisches Getränk getrunken, das ungefähr 60 Gramm Kohlenhydrate enthalten sollte. Dann in Ulrichen hat er eben die Flasche leer getrunken, beziehungsweise bis nach Ulrichen, also im Verlauf des Grimselpasses, hat er das leer getrunken und dann wurde das wieder aufgefüllt in Ulrichen, 950 Milliliter Wasser und eben nochmals 300 Milliliter in der Flasche, in der jetzt noch 600 Gramm Zucker hinzugefügt wurden. Also er hat einfach die Flaschen ausgetauscht, schon vorbereitet gehabt. Und in Airolo dann wieder die Flasche gefüllt mit Wasser, bis da musste er diese eben auch wieder leer haben und 300 Milliliter in der Flasche mit dem Zucker, wieder 400 Milliliter direkt an der Verpflegungsstation, und das ging dann so eben weiter bis nach Disentis. Und insgesamt hat Johann 7 Liter, ja fast 8 Liter getrunken und 1320 Gramm Kohlenhydrate eben aufgenommen in dieser Zeit. Was man auch dazu sagen muss, was wichtig ist, das muss man trainieren. Also man kann nicht einfach das Gefühl haben, ich kann 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen.
Muss absolut trainiert sein, ansonsten kriegt ihr sicherlich Magenbeschwerden und es kann dann schon sehr, sehr unangenehm sein. Aber so hat er das gemacht für das Alpenprobe Platin. Ist immer auch ein bisschen ein Aufwand, um wirklich dann sich auch daran halten zu können, gerade wenn es kühl ist am Morgen, trotzdem genügend zu trinken, damit man eben dann im Verlauf des Tages nicht einbricht, ist essentiell für ein solch langes Rennen. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zur Verpflegungsstrategie, die wir gefahren sind, unbedingt in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Robin.